Hallo liebe Dehof-Community, ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach zu Hause ein Daumenkino basteln könnt. Dafür braucht ihr ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Klebeband, eine Schere und ein Radiergummi, falls ihr euch mal vermalt. Wir beginnen und falten das Blatt in 8 gleich große Teile. Und zwar faltet ihr das Blatt dafür einmal in der Mitte, also längs in der Mitte, klappt es dann einmal auf die andere Seite, sodass die Enden aufeinander liegen, faltet es wieder auseinander und klappt nun von jeder Seite einmal in die Mitte. Wenn man es jetzt wieder auseinanderfaltet, hat man ein Blatt Papier mit 8 gleich großen Einheiten. Auf denen beginnen wir zu malen. Und zwar habe ich mir für heute überlegt, dass wir eine Fantasiepflanze malen. Bald ist ja Frühling und da kann man eine sehr schöne Entwicklung zeichnen. Ich beginne zu zeichnen und zeige euch gleich, was ich gezeichnet habe. So, ich zeige euch jetzt, was ich gemalt habe, wo ihr gut sehen könnt, wie der Prozess ist. Erst ist die Pflanze ganz klein, dann bekommt sie schon eine Knospe. Hier ist sie schon ein Stückchen länger. Hier noch länger und hier oben geht dann die Knospe auf und die Blume bekommt eine Blüte. Und damit es hier noch eine weitere Veränderung gibt, habe ich eine Biene reingemalt oder eine Fliege, die sich an der Pflanze freut. Jetzt ist es ganz wichtig, das Ganze auseinanderzuschneiden und es dann zusammenzukleben. Wir treffen uns gleich wieder. So. Jetzt sind wir wieder zusammen und ich habe in der Zwischenzeit die Teile auseinandergeschnitten und dann zusammengeklebt. Wichtig beim Zusammenkleben ist, dass die kleinste Pflanze ganz oben aufliegt, sodass der Prozess oder die Entwicklung der Pflanze auch gut zu sehen ist. Die Reihenfolge ist die kleinste Pflanze bis zur größten Pflanze. Nun ist unser Daumenkino fertig und wir können es mit den Fingern durchblättern. Dafür halten wir es hier gut auf Spannung. Und nutzen die anderen Finger, um durchzublättern. Am Anfang geht das nicht so gut, weil die Blätter sich erstmal an das Biegen gewöhnen müssen. Am besten biegt ihr sie ein paar Mal in verschiedene Richtungen. Und dann, irgendwann, geht es besser. So dass ihr am Ende das Bild von der fertigen Pflanze mit der Fliege oder Biene habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Seid kreativ, ihr könnt auch ganz andere Sachen machen. Ihr könnt auch euren Namen schreiben, der langsam durch das Bild wandert. Es muss halt nur von Bild zu Bild immer nur eine kleine Entwicklung geben, sodass es hinterher gut klappt. Ganz viel Spaß beim Nachmachen